Und damit willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean Till the End of Time. Gott, warum habe ich jetzt was im Hals? Ich mache jetzt mal kurz mein Fenster zu. Ihr seht schon, wir befinden uns wieder in dem Altar von ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall hier wieder bei Fate und Luther. Und dieses Mal wollen wir diese beiden besiegen. So, ich hätte natürlich das Event jetzt mal kurz skippen können, aber was auch immer. So. Ich frage mich, wenn ich auch selber den zweiten Skin drauf hätte, wo ich auch die braunen Haare habe mit Fade, ob dann sein Skin sich ändern würde. Damit man nicht gleich aussieht auf dem Feld. Aber egal. Schauen wir mal. Wow. Okay, Nell hat ganz lange überlebt. Okay, versuchen wir erstmal Fade zu besiegen. Okay. Die hauen mich also immer noch ziemlich gut um. Gut zu wissen. Ja, hat ja gut geklappt, ne? Gut, dann jetzt nochmal ein bisschen vorsichtiger. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Die Frage, die ich mir halt gerade stelle, ist, wie ich das am besten jetzt mache. Gehe ich vielleicht doch auf eine Serial Blast? Nee. Probier es nochmal so, wie ich es jetzt eben hatte. Und versuche halt jetzt vor allem erstmal auf Fate loszugehen. Und Luther in Ruhe zu lassen. Wow. Aua. Okay, da kam mir First Aid zur Hilfe. Okay, Fade is down. Das ist schon mal gut. Du solltest da erstmal ganz weit weg. Mit Fairy Light kommen. Okay, da hau ich mal gleich ein Basil rein. Ich glaube, das war das Richtige, ne? Ja, okay. Dann erst zum Scheiß kommst. Und da haben wir das geschafft. Wir haben Fate besiegt. Oh ja. So haben wir das. Defeat Fate. Da. Okay. Jetzt habe ich keinen Stift mehr. Ich bin mein Stift. Okay.
Stift, 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 ich möchte dich abkreuzen. Da ist er. Ah gut, wir haben das Tri-Emblem und Rabbit's Foot bekommen. Was auch immer Rabbit's Foot jetzt ist. Defeat Fate. Auch von ihm hätten wir noch einige andere Sachen bekommen können. Wenn wir ihn alleine besiegen, wenn wir ihn ohne Schaden besiegen und wenn wir ihn auf den zwei höheren Schwierigkeitsgraden besiegen. Aber gut, speichern wir das. Und ich werde es auch mit Absicht nochmal auf einem Extra-Spielstand jetzt speichern. Damit ich vielleicht tatsächlich die irgendwann mal alleine besiegen kann. So, und hier bekommen wir jetzt die Trading Card X11. War es total wert, auf jeden Fall. Uns fehlt noch die 9 und die 10. Okay, nochmal fällt mir ein neues Outfit. Wo bekomme ich bitte die Trading Cards 9 und 10 her? Gute Frage. Ja, ich habe trotzdem keine neuen Outfits. Ich schau mal kurz was. Damit ich direkt sagen kann, wo ich die Trading Cards herbekomme. So, Locations of all the Trading Cards. Okay, da haben wir was Gutes. So, 9 und 10. Ursa Cave Temple. Also hier irgendwo. Dann sind das wahrscheinlich nur die zwei, die ich komplett ausgelassen habe, während ich hier war. Weil ich habe jetzt hier nicht alle Truhen eingesammelt. Weil das haben wir ja schon einmal gemacht. Und damit ich halt nicht jedes Mal alles nochmal neu machen muss oder sowas, habe ich halt die Truhen jetzt ausgelassen. Das heißt, die sammle ich gleich noch ein. Dann habe ich dann alle Trading Cards, glaube ich. Schau mal, 22, 21, 19, 18. Ja, das scheinen die einzigen zu sein, die mir fehlen. Ja. Das sind die einzigen zwei, die mir noch fehlen. Das heißt, wir haben jetzt Fate und Luther besiegt. Und wir werden demnach jetzt eigentlich nicht mehr viel machen. Ja. Tatsache, wir werden nicht mehr viel machen. Gut, wir sehen uns gleich in Kölzer wieder. Wenn ich hier alles eingesammelt habe. Bis gleich. Okay. Und hier habe ich jetzt tatsächlich noch einen der Gegner besiegt, die ich vorher nicht bekämpft habe. Weil ich eben, wie gesagt, hier einiges übersprungen habe. Und damit habe ich die letzte Typentrophäe bekommen. Und habe jetzt anscheinend Gegner allen Typens besiegt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Gegner wirklich schon mal besiegt habe. Weil zum Beispiel, es gibt ja einige andere Kombinationen, die man hier haben könnte. Vom Kampf mit Fate zum Beispiel. Aber ansonsten haben wir anscheinend alles bekommen. Sehr schön. Also wie gesagt, wir sehen uns gleich in Kölzer wieder, wenn ich hier dann alles habe. Hier links auf der linken Seite war die Trading Card X10 zum Beispiel. Also die Truhen habe ich einfach nur vergessen. Ich werde hier den Raum noch vollständig looten. Also bis gleich. So, und da sind wir in Kölzer. Und es könnte sein, dass der erste Teil sozusagen des Videos so ein bisschen merkwürdig aussieht. Normalerweise nehme ich immer ein Fullscreen auf, aber das habe ich jetzt vollkommen verplant. Also wundert euch nicht, wenn jetzt der erste Teil bis hierher ein bisschen anders aussieht als der, der jetzt hier ist. Falls es allerdings nichts ausmacht, dann auch gut. Aber ja. Wir haben jetzt eigentlich alles gemacht. Das Einzige, was uns jetzt noch im Weg steht, ist Lenneth und ein weiterer Gegner, den ich tatsächlich gar nicht kenne. Und dafür wollen wir uns aber jetzt vorbereiten. Und zwar, ja, habe ich ja schon mehrfach angedeutet, dass wir uns verdammt stark machen können. Und genau das haben wir jetzt auch vor. Wie gesagt, ich kann es nicht empfehlen, das unbedingt zu machen. Denn man wird damit halt wirklich einfach zu stark.
meiner Meinung nach. Und das Spiel macht dann weniger Spaß. Weil man ist dann sozusagen, ja, so gut wie unbesiegbar. Wir kaufen uns jetzt nochmal eine Boots of Powers. Können leider nur einmal kaufen. Bench of Resistance, was ist das bitte? Okay. Ich bin gerade noch am was suchen. Ob ich da noch irgendwas habe, was mein... anderes Zeug ein bisschen runtersetzt. Dark Crystal, was bringt der bitte? Intellekt plus 500. Chaos, Angriffseffekt. Hört sich auch nicht schlecht an. Wäre was für Adray. Ansonsten... mal schauen, ob es da noch irgendwas Gutes gibt. Ganzen Tums, das ganze Essen. Es gibt schon noch so ein paar Sachen, die ganz interessant für mich sind. Ups. Aber ich muss jetzt mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Nämlich vor allem eine Sache, die ich gern hätte, und das macht Fury so ein bisschen einfach runter. Aber ich weiß nicht, ob ich sowas habe. Sieht aber nicht so aus. Nee. Okay. Dann auch nicht weiter wichtig. 10% weniger Shoppreise. Ist natürlich auch nicht schlecht. So. Wir wollen jetzt prinzipiell, wie gesagt, einfach das nutzen, was wir nutzen können. Und einfach Fate zu stark machen. Anders kann ich das nicht wirklich ausdrücken. Als dass wir jetzt einfach Fate zu stark machen. Die Frage dabei ist jetzt nur gerade, wegen meinem Equipment, der Divine Avenger, der hat halt schon zweimal das. Divine Avenger nicht. Eigentlich würde ich es lieber mit einem Vainslay machen, was nicht diese plus 500 hat. Weil die sind dabei tatsächlich ein bisschen unnütz. Aber weil ich jetzt nicht wirklich großartig Lust habe, da jetzt noch großartig was dazu zu machen. Machen wir das doch. Chilico war das Wichtige. Specify Plan. Die Boots of Powers wollen wir noch ein bisschen hochpacken. Und das ist jetzt so ziemlich das, was wir machen werden. Wir werden die Boots of Powers hochsetzen auf die 30%. Und diese dann in Fates Schwert einpacken. Dann schaue ich nochmal nach, ob ich nochmal Boots of Powers kaufen kann. Aber ich glaube, das kann ich nur einmal. Und dann werden wir halt versuchen, immer wieder Boots of Powers herzustellen. Und diese dann in Fates Waffe packen, bis ich keinen Platz mehr habe. Mal schauen, ob ich das hinkriege mit dem Geld, das ich jetzt habe. Ich habe viel Geld, aber nicht allzu viel. Also es ist schon mega viel, aber mal schauen, ob es reicht. Weil es, man sieht ja, 27.000 pro Versuch ist jetzt nicht wenig. Weil sie es einfach gerade nicht hinbekommen. Mal schauen. Aha. Wunderbar. Dann gleich dasselbe nochmal. Jetzt sind wir schon bei knapp 58.000. Aha. Hat aber sauber geklappt. Sofort hinterher. Dann wollen wir natürlich noch inventen.
Ich sammle welchen, die da gut Synthese haben. Und ich da noch mal kurz mit rein. So, Synthese. Und zwar wollen wir... Ich muss Fates Schwert, glaube ich, erstmal ablegen, damit ich das machen kann. Equipment. None. Okay, nur gucken, dass ich hier nicht irgendwo noch mehr davon habe. Scheinbar nicht gut. Das heißt jetzt... ziemlich einsperren. So. Synthese. Waffen. Den Divine Avenger. Mit den Accessoires Boots of Powers. Genau. Cannot be specified. 366.000. Das kostet. Das kostet ganz schön viel. Aber es hat sofort geklappt. So, dann haben wir die plus 30 Angriff und Verteidigung. Was hattest du? 22? 15? Haben wir noch einen mit mehr als 15? Nö. Okay. Also machen wir das einfach weiter. Den Divine Avenger. Und ja, das war's. Mit den Boots of Powers. 476.000. Aber es klappt zum Glück sofort. So, und das machen wir jetzt einfach so lange. Bis wir keine Boots of Powers mehr haben. Wie gesagt, man könnte es halt auch noch mit der anderen Waffe machen. Man könnte halt die andere Waffe erstmal so weit bringen, dass halt nur noch das plus 1000 da ist. Und dann die ganzen Boots of Powers rein. Oder man macht es halt so wie jetzt. Und setzt das rein. Ich könnte auch sowas reinsetzen. Interessant. Genau. Eine Sache, die ich noch bekommen habe. Die Rabbit's Foot. Den Rabbit's Foot. Den ich von Fate und Luther bekommen habe. Der ist ziemlich gut. Dem habe ich Edray gegeben. Ne, den habe ich Nell gegeben sogar. Erhöht die Movement Rate der ganzen Party um 10%. Also einfach nochmal ein richtig gutes Ding. So, und dann Accessoire. Boots of Powers. Und rein damit. 780.000. Also die Kosten schwanken anscheinend auch immer ein bisschen. Aber man sieht schon, wie viel Kohle ich da jetzt eigentlich weggehauen habe. Aber ja. Ich habe nicht mehr allzu viele... Ich habe besser gar keine Boots of Powers mehr. Aber wenn ich jetzt den reinpacke, schaut euch das an. Ich habe fast maximal mal einen Angriff. Und die Verteidigung ist jetzt auch nicht wirklich zu unterschätzen. Mit 2700. Und das Ganze kann man halt noch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben. Indem man halt, wie gesagt, nochmal Boots of... Ich kann ja noch ein paar Boots of Powers rein theoretisch da reinpacken. Und dann hier noch zweimal Boots of Powers. Und schon sieht das nämlich ziemlich krass aus. So, stattdessen werde ich aber jetzt mal gucken, ob ich noch irgendwas habe. Minus 1 Fury Ray Use ist ganz gut. Nehme ich das mal noch mit rein, denke ich. Es sei denn, ich habe da noch was Besseres. Das wollte ich nicht. Enemy uses 5% Fury at start of battle. Das hört sich aber eigentlich auch nicht schlecht an. Man kann da nicht gleich zu Beginn hier irgendwie einen Konter einsetzen. So. Schauen wir mal trotzdem. Aber das sollte eigentlich ganz gut passen. Hier, wie gesagt, Rabbit's Foot plus 10 Movement Rate, Whole Party plus 30 Escape Speed. Und noch ein paar andere Sachen, die ganz okay sind. Dann habe ich ja noch ein Triemblem bekommen.
Warum eigentlich nicht, ne? Du hast ein Star Necklace und ein Regeneration Symbol. Ist eigentlich ganz okay so. Dann können wir jetzt noch hier Items benutzen. Ich werde, wie gesagt, jetzt einfach alles weghauen, was ich habe. Halt, Food sind das. Die Agilitätsbären. Mal schauen wir uns doch erstmal deinen Status an. Agilität 1100. Ja, dann kriegst du einfach noch ein paar Agilitätsbären. Jetzt auch noch ein paar, so. Dexterity, maximaler Hit. Damit du möglichst triffst. Verteidigungsbären. Auch alle auf Raid. Intelligenzbären. Adray. Stärkebären. Braucht Fate eigentlich auch nicht. Sehr schnell. Gibären. Ich schalte dann bis 15% 10.000. So, warum nicht? 11 plus. Gebe ich mit Absicht jetzt auch möglichst alle Fate. Warum werdet ihr dann gleich sehen? So. Gut. Wir werden nämlich auch unseren Skill-Setup dann ändern. Und zwar wieder zu dem hier. Damit haben wir einen so gut wie unbesiegbaren Fate. Vor allem auf dem Modus hier. Wir haben Verteidigung von fucking 2800. Wir haben über 90.000 HP. Und könnten es sogar noch ein bisschen weiter treiben. Dieser Fate mit No Guard macht natürlich dadurch, dass er jetzt so gut wie maximalen Angriff hat, unglaublich viel Schaden. Dadurch, dass er so viel HP hat und so viel Verteidigung, bekommt er sau wenig Schaden. Was wiederum darin resultiert, dass mit No Guard er so gut wie niemals abgebrochen werden kann. Und die ganze Zeit mit Ethereal Blast und Sidekick alles wegpumpt. Und das ist so ziemlich das, wie man sich hier total OP macht. Und das könnte man mit eigentlich jedem Charakter machen. Okay, man kommt wahrscheinlich nicht jeden Charakter auf die 99.990 HP. Wie ich das jetzt fast mit Fate hinbekommen habe. Aber trotzdem kann man sie so hoch machen, dass sie halt so gut wie nichts mehr verlieren von Verteidigungspunkten her. Man könnte jetzt rein theoretisch noch sagen, okay, ich mache sogar noch hier Berserk raus. Aber ja, das wäre halt ein bisschen nicht ganz so praktisch. So. Dann werde ich jetzt noch tatsächlich ein bisschen trainieren, weil es total nötig ist. Nee, nicht weil es total nötig ist, sondern einfach, weil ich auf das 255 Level kommen möchte. Dafür gehe ich, wie schon zu erwarten ist eigentlich, wieder zur Sphere, wo wir dann eh später hin müssen. Und werde mir da die Prozente holen. Und ich würde sagen, wir schauen uns sogar jetzt mal noch ein bisschen was an, was das angeht. Komm. Zeigen wir, was Fate drauf hat. Mit diesen Punkten. Zugegeben, auf Earth Level, auf 4D ist es sowieso ein bisschen krasser. Aber ja. Wie gesagt, ich hätte schon viel eher mit Synthese und sowas mich zumindest stärker machen können. Wir haben ja gesehen, sobald ich dann das Kalkum herstellen konnte und dann mal mein eines Schwert verbessert habe, haben wir die Gegner weggepumpt wie sonst was. Wie man genau jetzt die Verteidigung noch verbessert, muss ich mal schauen. Also ich glaube, man kann unter Rüstung auch nochmal verbessern. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Aber selbst wenn, man braucht es halt nicht mehr unbedingt, weil ihr seht ja, wie viel Verteidigung ich habe. Und ja, deswegen. Ich speichere extra nochmal einen Spielstand auf den extra Punkt. Wobei, ich habe ja schon extra gespeichert einmal. Ah, ich speichere trotzdem nochmal. Und ja. Wie gesagt, man hätte es sich auch schon von Anfang an einfacher machen können. Das wollte ich halt aber nicht. Ich wollte relativ unwissend durchspielen.
und ohne total OP zu sein, weil... Ja. Wir gehen zur Sphere. Und schauen uns nochmal an, was die Gegner, die uns bisher mega Probleme gemacht haben, jetzt gegen Fate sagen. Die Gegner, die ich meine? Natürlich Soothies. Mal schauen, was die Soothies jetzt gegen Fate sagen. Ich bin gespannt. Denn so stark wie ich jetzt bin, war ich auch noch nicht. Ich hatte das schon mal genutzt, zu einem gewissen Grad. Und deswegen sage ich ja, ich weiß, dass ich schon mal so weit war bei manchen Sachen. Ich weiß, dass ich schon mal das Schwert hatte. Ich weiß, dass ich schon einige der Attacken hatte. Und ich weiß, dass ich Fate halt schon mal mit Ethereal Blast hatte und mit Boots of Horus. Warum ich das plötzlich dann nicht mehr hatte, die ganzen, oder beziehungsweise warum ich die ganzen Trophäen nicht bekommen habe, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Soothies, hallo. Machen wir mal direkt einen normalen Angriff. So, nicht. Ich hab nicht dazu kommen. Na, krieg ich doch so ein bisschen ab. Schon 300. Ah. Weiß warum. Ich bin ein Idiot. Natürlich kriege ich noch so viel Schaden. Wenn man das Zeug nicht ausrüstet, wollte ich sagen. What? Okay. Anscheinend bin ich einfach nur nicht so stark, wie ich dachte. Restoration. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen verwirrt. Vielleicht wegen dem Mastery noch, dass es nicht immer funktioniert. Ich muss den Mastery da noch ein bisschen hochsetzen. Dann habe ich da aber auch nichts mehr dran. Den Versa könnte ich noch rausnehmen, aber... Oh. Na gut, trotzdem will ich mal gucken. So, das sollte dir trotzdem auch nicht wehtun. 40.000 pro Treffer. Okay, die Magieangriffe treffen mich halt trotzdem noch. 10/15. Also Magie tut trotzdem ganz schön weh. Und ich kann mich halt auch durch die Magie nicht erwehren. Okay. Also sie sind und bleiben anscheinend Gegner, die ich nicht unbedingt bekämpfen möchte. Oder ich sollte vielleicht tatsächlich doch noch ein bisschen mehr darauf spielen. Na gut. Dann würde ich aber auch sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn wir das dann noch auf Level 255 hochgetrieben haben. Und dann werde ich... Mal schauen, ob ich dann tatsächlich nochmal hier Boots of Horus mache. Oder wie ich das dann mache. Fakt ist, das hat nicht ganz so hingehauen, wie ich es geplant hatte. Aber man hat schon gemerkt, dass ich weniger Schaden kriege um einiges. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob die Magie mit der Magieresistenz zusammenhängt. Dass ich halt mehr Intellekt hätte machen sollen. Aber egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf Level 255 und vielleicht mit noch mehr Boots of Horus. Also, bis dann!